WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Heute ist Montag, der 20. Dezember. Das heißt, übermorgen wird's was geben. Und deshalb lautet die Montagsfrage heute: Was sollte es übermorgen auf keinen Fall geben? Na, auf jeden Fall Zank und Streit. Schließlich ist Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe. Da sollten vor allem innerfamiliäre Auseinandersetzungen möglichst vermieden werden. Und gerade das Weihnachtsfest bietet ja zahlreiche Anlässe für solche unschönen Auseinandersetzungen. Der Baum ist schief, die Gans nicht durch, der Wein zu kalt und völlig verkorkt. Oder die CD mit den Weihnachtsliedern hängt schon bei Süßer die Glocken und dann heißt es selber singen und wer kennt schon vom Text mehr als die erste Zeile? Oder nehmen wir die Heiligabend-Versauen-Standardsituation. Die Mama steht seit Stunden in der Küche und versiebt systematisch das Weihnachtsmenü, derweil der Papa sich beim Baumschmücken schon mal gepflegt die Kante gibt. Ergebnis: Papa blau, Mama frustriert und schon ist Schluss mit Stille Nacht und wir haben jene Bescherung, bei der von schön nun wirklich nicht die Rede sein kann. Also versuchen Sie in den verbleibenden Tagen bis Weihnachten alle eventuellen Konfliktsituationen zu antizipieren und durch umsichtige Planung und gezielte Vorbereitung schon im Vorfeld zu vermeiden. Oder Sie laden über die Festtage den Heiner Geißler ein, damit der im Stressfall den ein oder anderen Schlichterspruch von sich gibt. Das ändert zwar nichts an den Ursachen des Streits, beruhigt aber die Gemüter. Was Sie auch auf jeden Fall vermeiden sollten, sind stimmungsmäßige Irritationen durch falsche Geschenke. Die Weinbrandbohnen für den trockenen Alkoholiker, den selbstgetöpferten Aschenbecher für den Nichtraucher mit aktuellen Entzugsproblemen oder das Tranchiermesser für den eingefleischten Vegetarier. Wenn Sie da dem Richtigen das Falsche schenken, dann ist sehr schnell Schluss mit lustig, tralalala. Es gibt da zum Glück eine aktuelle Umfrage, in der all die Dinge aufgelistet sind, die kein Mensch auf dem weihnachtlichen Gabentisch finden will. Also Krawatten, Socken, Essstäbchen, Korkenzieher, Obstschalen, Eierbecher, Nussknacker und was es sonst noch so alles gibt an Dingen, die zu Hause seit Jahren in der Schublade liegen für den Fall, dass man in die Verlegenheit kommt, jemandem anderen ein Geschenk zu machen. Und wissen Sie, was ganz oben steht auf dieser Liste der Weihnachts-No-Gos? Erotisches Spielzeug aller Art und Duftkerzen. Jetzt kenne ich in meinem persönlichen Umfeld wirklich niemanden, der auf die Idee käme, einen vollautomatischen Dildo oder eine Packung farbiger Noppenkondome mit Himbeergeschmack auf den Gabentisch zu legen. Und auch das Verschenken von Duftkerzen aller Art fällt schon seit Jahren unter den Straftatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung. Aber scheinbar gibt es irgendwo immer noch Leute, die in der Beziehung vor nichts zurückschrecken. Und für die gibt es diese Liste, damit es übermorgen vor allem das gibt, was ich Ihnen und Ihren Lieben an dieser Stelle schon einmal von Herzen wünsche: ein frohes Fest.